Indem ich hier sitze, verweise ich schon auf einen der zentralen Punkte, die sich an dieser neuen MV Agusta F4 geändert haben, die geänderte Ergonomie, nämlich der Tank ist deutlich kürzer geworden. Das, was man früher an diesem Motorrad kritisiert hat, seine ausgesprochen fordernde und ja fast schon etwas unkomfortable Sitzposition, das hat sich beträchtlich geändert, ohne dass, wie man sieht, das Design in irgendeiner Weise verfälscht worden wäre. Es ist immer noch ganz klar als MV F4 erkennbar, dieses Motorrad, obwohl wahrscheinlich fast jedes Teil daran geändert wurde, inklusive solcher Dinge wie dem Schnitt der Verkleidungsscheibe, die wir hier mit einer kleinen Kuppel vorne sehen. Es sind schön verborgen unter dieser großflächigen Verkleidung, aber deswegen nicht minder wichtig, auch etliche technische Änderungen erfolgt. Der Motor wurde komplett überarbeitet, zum Beispiel in Sachen Ölkreislauf, zum Beispiel aber auch in Sachen Hubraumbohrung, Hub. Es ist jetzt wieder ein 1000er Motor nach der 1078er F4. Man hat wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen, um dieses Motorrad für die nächsten 10 Jahre fit zu machen. Es gibt sogar schon Pläne, die allerdings angesichts der unsicheren Situation von MV Agusta momentan zurückgestellt werden, eventuell in der Superbike-WM aufzutauchen. Und jetzt, denke ich, mache ich Platz für die vielen Leute, die auch gerne hier auf diesem Sitz mal Platz nehmen würden.